Hey Leute, Crimex hier, was geht, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Roblox und heute sind wir mal wieder zurück im Fußballsimulator. Meine Freunde, es gab ein neues Update, man kann jetzt sogar vom Mars aus Tore schießen, Leute. Also wir wollen das ganze Ding heute komplett durchspielen, wir fangen jetzt hier mal wieder an, Leute. Letztes Mal haben wir angefangen, dadurch, dass wir richtig viel Geld jetzt hier mittlerweile bekommen, haben wir schon richtig krasse Fußbälle und so weiter, dadurch bekommt man immer mehr Geld. Ihr wisst doch, wie der Hase läuft, lasst ein Like und ein Abo da für mehr Roblox. Und Leute, ihr habt mir nämlich noch einen Tipp in die Kommentare geschrieben und zwar viele von euch haben mir geschrieben, Bro, lauf mal in das Rebirth Area rein. Also, dass man quasi hier so neu geboren wird, das kostet 1 Million jetzt erstmal. Also, ist relativ teuer, kostet fast unser ganzes Geld. Aber dadurch bekommt man immer noch mal viel mehr. Also, man wird halt einfach noch viel besser, wenn man immer diese Rebirths macht, Leute. Oh nein, mein ganzer Speedboost ist weg hier. Oh mein Gott, Leute, nein. Jetzt sind wir wieder total langsam und meine Treffsicherheit und so ist schlechter. Aber wir haben noch unseren guten Ball. Oh mein Gott, meine ganze Power ist weg. Meine ganze Power ist weg, wie schlecht. Oh nein. Oh nein, Leute, ihr seht's, wenn man hier so ein Rebirth macht, dann ist man erstmal wieder ein bisschen schlechter. Dann müssen wir erstmal wieder alles hochleveln. Aber generell bekommt man halt jetzt viel schneller wieder Geld. Ihr wisst doch, wie der Hase läuft. Und so wird man halt einfach auf Dauer besser. So, ey, wer ist eigentlich die Frau hier? Was willst du von mir? Lass mich Fußball spielen, Alter. Nerv mich nicht. So, zack hier. Beiseite. Oh mein Gott, sind wir schlecht, Leute. Guckt euch mal unsere Treffsicherheit an. Wir haben sonst immer von ganz weit entfernt getroffen. Und jetzt treffen wir hier nicht mal aus 1 Meter Entfernung, ey. Das ist ja cringe. Oh nein, was war das denn? Das ist ja richtig cringe, was hier gerade abläuft. Wir blamieren uns ja hier vor der Frau hier. Oh mein Gott, ey. Ich schäme mich gerade. Aber Leute, schau mal, wie schnell wir hier Geld kriegen. Schau mal, wie schnell wir Geld kriegen. Wir haben jetzt hier schon wieder 100.000. Wir können jetzt einfach mal kurz rübersteppen. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt hier wieder ein bisschen Speed und sowas holen. Upgrade Area. So, wir machen hier direkt mal die 10er Schritte. So, Stärke, Speed auf jeden Fall. Machen wir erstmal nur die Sachen hier höher. So, okay. Ja. Jetzt ist das doch hier schon mal besser, ne? Jetzt sollten wir... Oh, Leute, guck mal, jetzt sind wir direkt schon wieder schnell. Okay, so läuft der Hase. Also ihr merkt, wir können uns jetzt viel, viel schneller wieder hier hoch upgraden. Jetzt treffen wir natürlich auch schon von hier hinten. Was? Mit einem Treffer 160.000? Mit 2 Millionen können wir nämlich direkt schon wieder einen Rebirth machen, Leute. Also ich glaube, wir machen jetzt hier mal so ein paar schöne Treffer. Und dann mache ich relativ schnell nämlich direkt schon wieder einen Rebirth, so wie ihr mir das letzte Mal in die Kommentare geschrieben habt. Ja, ich mache hier mit euren Tipps werden wir jetzt hier mal arbeiten, damit wir dieses Mal sogar vom Mars aus schießen können, ja? Wir müssen hier immer das nächste Area freischalten. Guck mal, wie schnell das geht hier. Lol, noch ein paar Mal treffen, dann mache ich direkt einfach einen Rebirth. Das lohnt sich ja gar nicht, jetzt hier wieder Geld auszugeben. Wir machen einfach gleich direkt den nächsten Rebirth, weil das geht dann immer schneller. Immer schneller, Leute. Immer 20% extra oben drauf. So, und wieder. Jetzt haben wir 1,5 Millionen. Machen wir hier mal ein bisschen von der Seite so eine schöne Flanke so reinzwirbeln. Zack. So, und dann machen wir, treffen wir eigentlich sogar schon von hier hinten, vom Ende vom Platz hier. Und... Babam! Und wir haben jetzt schon 2 Millionen, Leute. Also ihr seht, es geht viel, viel schneller. Wir haben jetzt in 3 Minuten schon das geschafft, was wir letztes Mal alles in einer Folge geschafft haben. Jetzt kriegen wir 50% mehr Geld. Das nutzen wir natürlich auch direkt wieder. So, schön. Okay, jetzt natürlich auch wieder erst ein bisschen am Anfang die Geschwindigkeit und so weg, ne? Wenn wir erstmal wieder so einen Treffer machen. Wie viel Geld kriegen wir jetzt pro Treffer? Ich treffe wirklich auf 1 Meter nicht. Das ist zu cringe, wie schlecht wir am Anfang da sind immer. Bam! Lol, 40.000. Wenn man einfach so trifft, 40.000 Dollar. Lol, Bro, das ist ja wirklich crazy. Wie viel kostet der nächste Rebirth? Müssen wir direkt mal schauen hier. 33 Millionen kostet jetzt der nächste. Okay. Gut, Leute, das heißt, hier sollten wir dann, ja, doch erst ein bisschen hier investieren, Leute. Aber Treffsicherheit natürlich sehr important. So, dann gehen wir mal wieder zurück. So, und nächster Treffer. Machen wir mal von hier hinten. Mal gucken, ob wir treffen jetzt. Oh, komm, bitte, bitte, gönn, gönn, gönn. Ja! Was? Leute, schau mal, mit einem Schuss kriegen wir jetzt hier 400.000 Dollar. Das ist komplett crazy, Leute. Also mit diesen Rebirths, ihr hattet recht. Ihr habt mir wirklich hier wieder die ganz krassen Tipps in die Kommentare geschrieben. Ich merke doch hier schon, ne? Lol, wie schnell wir jetzt hier Geld machen. Crazy. Komm, machen wir noch einmal Speed hoch, dann reicht es jetzt auch mit Speed hier, ne? Viel schneller wird man ja irgendwann eh nicht mehr. So, gehen wir mal hier hinten, können den nächsten Bereich hier mittlerweile schon freikaufen. Wir brauchen jetzt 33 Millionen, um wieder ein Rebirth zu machen. So spielen wir das Ding heute durch. Und Feuer! Bam, von ganz hier hinten. Boom! Was? 800.000 mit einem Schuss. Crazy. Let's go. Woo. Und Feuer. Ey, das macht schon Bock, ne? Das macht schon Bock. Und komm, wir schießen jetzt noch 2, 3 Mal und dann... Ey, wir haben ja schon wieder so viel Geld. Wir haben jetzt schon wieder 4 Millionen. Komm, Leute, wir gönnen uns mal wieder ein paar Upgrades hier. Wieder nach vorne. Park. Wir müssen eigentlich direkt schon wieder den nächsten Bereich hier freikaufen. Für 15.000 machen wir auch direkt. Ey, wir haben ja mittlerweile jetzt so eine Stärke. Wir müssen jetzt eigentlich so weit schießen können mit der ganzen Stärke, die wir jetzt hier haben. Weil, Leute, Treffsicherheit natürlich, damit man besser trifft. Und Stärke, damit man weiter schießen kann. Ne? Macht Sinn. Wow! Oh mein Gott, wie krass reingezirkelt. Hä, aber warum haben wir jetzt nur...
Gerade immer mit doch 800.000 pro Ding bekommen. Hä? Okay, jetzt was mehr. Und reinzirkeln. Let's go. Woo. Wow, was? Wir haben 25.000 Gems dafür bekommen. Ehre. Das ist eine richtige Ehrenaktion. Leute, das Ding ist, ich habe ja hier noch so ein paar Tränke, wo man doppelt Geld und so bekommt. Das benutzen wir jetzt einfach hier mal für 20 und 30 Minuten. Doppelt Geld und doppelt XP. Dann geht es ja noch schneller. Hä? Warum habe ich das denn nicht schon da? Guck mal, jetzt 3,3 Millionen haben wir. Jetzt einmal schießen. Und wie viel kriegen wir? Einfach 1,3 Millionen kriegen wir jetzt pro Schuss. Bam, das ist ja zu easy hier. Bald schießen wir vom Mond aus. So, wir gehen jetzt gleich nochmal zurück zum Start, weil wir müssen einfach weiter upgraden. Einmal hier wieder upgraden, upgraden. Weil ich eigentlich total dumm, wir dürfen gar nicht so viel upgraden, weil wir müssen eh gleich wieder ein Prestige machen, also ein Rebirth für 30 Millionen. Deswegen, eigentlich müssen wir jetzt nur ein paar Mal wieder schießen und dann... So, aber wir haben jetzt wieder viel mehr Stärke. Also ich denke mal, wir sollten jetzt sogar von hier hinten treffen. Alter, wie weit wir jetzt hier zirkeln können, ne? Crazy, zack, nächsten Bereich freikaufen. Denkt ihr, wir treffen sogar von hier hinten? Das wäre jetzt hier wieder sehr, sehr heftig. Wow, 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 bam! Alter, guckt euch das an. 2,8 Millionen, wie viel kriegen wir pro Shot? 4,4. Das waren jetzt 1,6 Millionen pro Schuss kriegen wir jetzt mittlerweile. Also sehr, 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 sehr crazy hier. Mit den ganzen Multiplikatoren noch und so, das schmeckt. Ich glaube, wir machen jetzt hier einfach mal die 33 Millionen voll. Dann sehen wir uns einfach gleich wieder, wenn wir wieder ein Rebirth machen. Ich bleibe jetzt einfach kurz hier, schieße ein bisschen drauf und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Let's go. So, Leute, das ging jetzt richtig schnell hier, das Geld zu farmen. Jetzt noch einmal schießen und bam, 33 Millionen. Ey, das ist ja zu easy. Wir teleportieren uns hier direkt nach vorne und jetzt mal wieder ein Rebirth. Zack, jetzt kriegen wir schon mal 70% Geld und der nächste Rebirth kostet 240 Millionen, Leute. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie schnell das jetzt vom Geldding her geht. So, wir schießen jetzt hier einmal. Mal gucken, ob wir jetzt von hier aus wieder überhaupt treffen. Man ist ja am Anfang wirklich so schlecht. Das ist so cringe, ne? Das ist so cringe. Aber, ja, also ihr Leute, ihr seht's. Wohl 40.000 pro Schuss. Das war gerade immer mal schon ähnlich eigentlich so, ne? So, komm, dann noch einmal treffen. Ja, okay. Ja, natürlich, wenn man ein bisschen weiter weg ist, macht's mehr Sinn. Und, bam. Ja, schön in die Ecke. Komm, treffen wir hier nochmal. Ja. Okay, 240. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein paar Upgrades gönnen. Aber, Leute, ich weiß gar nicht, ob wir nochmal jetzt... Ich glaube, nochmal müssen wir das jetzt hier eigentlich gar nicht machen. Ich weiß gar nicht, ob die Rebirths, die wir jetzt haben, reichen, um auf den Mars zu kommen. Das ist eigentlich schon gut, was wir jetzt hier haben, ne? Das muss man schon sagen. Das ist schon sehr gut. Wir machen jetzt mittlerweile schon sehr, sehr stabil. Oh mein Gott, wir machen sehr, sehr stabiles Geld jetzt hier schon. So, zack. Guck mal, jetzt schon wieder eine Million alleine, ne? Das ist schon sehr, sehr crazy. Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir spielen jetzt mal durch. Wir haben ja allein noch einiges an Kisten, was wir hier mal aufmachen können, Leute. So, so, so. Also wir kriegen auf jeden Fall auch noch einen besseren Ball, ne? Das brauchen wir auch noch. Zack, zack, zack. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich nochmal an Bällen? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Wo ist denn hier mein Rucksack? So, hier mein Rucksack. Wir haben jetzt gerade den hier ausgerüstet. Den haben wir sogar schon mit Magie so aufgepimpt. Also der ist echt gut schon, unser Ball, den wir haben. So, jetzt schießen wir mal von hinten. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Feuer! Let's go! Ja, 500.000, sehr gut. Damit können wir doch leben. So, hier nächstes Ding freikaufen. Ich weiß gar nicht, ich denke, wir treffen auch von hier hinten. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht genug Stärke, oder? Oh, doch. Von Alter, 1 Million jetzt schon. So läuft das. Wir sind hier, glaube ich, der bestbezahlteste Fußballspieler aller Zeiten. Okay, das war jetzt ein bisschen zu viel Power, glaube ich. Ich glaube, wir können noch weiter nach hinten gehen. So, und Feuer. Whee! Bam. 2,4 Millionen. Schmeckt. Gut, das nächste Upgrade, also der nächste Rebirth, muss man halt sagen, kostet halt 240 Millionen. Ob wir das jetzt so schnell kriegen, weiß ich nicht. Aber Leute, ich sag's mal so, das müssen wir eigentlich nicht mehr hier upgraden, ne? Machen wir das einfach noch auf Stufe 40, damit es schön aussieht. Und jetzt machen wir nur noch Stärke und Treffsicherheit, Leute. So, zack, nach hinten. Weil jetzt müssen wir richtig, ich werde jetzt nur noch auf Longshots gehen, Leute. Wir haben jetzt genug gemacht. Wir werden jetzt nur noch krasse Bälle ziehen und auf Longshot gehen, damit wir jetzt mal vom Mond aus treffen, ja? Wir haben jetzt genug hier gerebirthed. Wir wollen jetzt hier nur noch die Level hochspielen. Jetzt fangen wir nicht mehr von vorne an. Jetzt werden wir hier die Level hochspielen. Guck mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 1,6 Millionen pro Shot haben wir jetzt gerade bekommen. Lol. Wir kommen hier direkt im nächsten Bereich freikaufen. Das geht doch krasser, Leute. Das geht doch noch krasser hier. Und Feuer. Bam. Lol. Woo. Let's go. Warte mal, was will der eine hier? Wahrscheinlich eh fake. Doch, ich bin der echte. Ja, Paul Berger. Er denkt, ich bin fake. Ey, warum ist Paul Berger... Warum kann man Paul Berger nicht schreiben? So, warum kann man denn Paul... Warum ist Paul Berger zensiert? Hä, das ist doch voll ein freundliches Wort. So, bist du der echte? Ja, ich bin der echte. Ja, aber ich muss hier Fußball spielen, Brudi. Ich kann jetzt hier nicht mit dir quatschen. Ich muss hier...
Muss hier krass werden. Wir müssen vom Mars aus treffen. So, zack, weiter geht's. Tut mir leid, wir können jetzt hier nicht so entspannt reden. So, wir könnten aber jetzt hier mal die nächsten, weil man muss immer die Truhen einmal aufmachen, damit man dann wieder, ja, komm, gib mir was. Wird eh nicht so gut sein wie das, was ich schon habe, Leute. So, Pack Opening. Okay, normal. Juckt mich nicht, Leute. Man muss halt hier einmal alle aufmachen, damit man weiterkommt. Ja, Pack Opening, komm, let's go. Ja, Rare, selten haben wir schon. Und da haben wir jetzt gerade kein Geld mehr. Gut, machen wir gleich. Machen wir gleich wieder. Jetzt wird hier erstmal wieder Geld gesammelt. Yippie. So, wir haben wieder neue Stärke. Mal gucken, ob wir jetzt sogar von hier hinten treffen. Ich glaube, so weit entfernt vom Tor war ich noch nie wie jetzt hier. Ja, aber wir treffen. Alter, reingezirkelt. 2 Millionen. 2 Millionen mit einem Shot, Leute. Was, man kann hier hochgehen? Oh mein Gott, ich will hier von oben schießen. Das ist ja richtig cool. Das ist ja richtig cool hier. Guck mal von hier oben. Nein. Ey, ich fall runter. Ich bin zu schnell. Beiseite, ihr Schmalspuren. Und bam. Wie lol, Leute. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man trifft einfach, weil wir so eine gute Treffsicherheit haben. Let's go. Reingezirkelt. Ey, das ist auch so satisfying, ne? Findet ihr auch, Leute, dass das einfach so satisfying aussieht, wie der Ball so auf so eine Distanz und bam, reingezirkelt. Oh mein Gott, ist das schön. Oh mein Gott, ist das schön, Digga. Yippie. Let's go. Ich glaube, wir können wirklich sogar noch weiter nach hinten gehen gleich, ne? Das ist echt, wir sind noch nicht angekommen. So, reicht jetzt hier. Wir gehen jetzt mal wieder zum Start vor. So, was will hier eigentlich die Tasche? Ja, ich weiß, dass wir neue Bälle haben. Die wollen wir aber gar nicht. Schau mal, unser Ball 335 und hier die anderen sind ein bisschen Schmalspur. Wir müssen aber einmal jede Kiste hier aufmachen. Weiter geht's. Pack Opening. Was gibt's hier? Oh, Epic, was ist das denn? Was ist das denn für ein Ding? 3,5% Chance nur, den zu kriegen. Okay, crazy. Oh, ein Geschenk können wir uns hier auch redeemen. 1500 Gems, okay, sehr cool. Warum kann ich das hier? Ah, wir müssen erst den Beach freischalten. Ach so, nee, das ist... Ah, die Gebiete muss man freischalten. So ein Ding ist das hier also. Zack, zack. So, perfekt, Leute. Wieder alles an Geld ausgegeben. Okay, wir schalten jetzt hier gleich den nächsten Bereich frei, weil dann können wir nochmal neue Packs öffnen. Ist ja eigentlich schon übelst selten hier, ne? Ist schon krass. Multiplier mal 94 und der hat Multiplier. Okay, der hat... Okay, unser Ball ist aber krasser. So, dann schießen wir nochmal von hier oben. So, weil wir sind ultra überbezahlt, Leute. Yippie! Okay, ja. Und wir haben wirklich halt mit einem Schuss das Geld. So, Beach freigeschalten. Jetzt machen wir hier was Speedrun, Leute. Guck mal, das, was wir alles letztes Mal in dem kompletten Video geschafft haben, haben wir jetzt schon 5-mal wieder, ne? Das bringt schon was, diese Rebirths zu machen. Alter! Was war das für ein Treffer? Guckt euch das an. Wie long, was für ein Longshot das hier ist. Boom! Und wir kriegen hier schon wieder was. Ey, wir kriegen auch wirklich hier die ganze Zeit Bonis, ne? Weil wir so heftig sind. Auf was für eine Distanz wir hier einfach... Oh nein, das war schlecht. Ja, den habe ich zu wenig aufgeladen. Aber trifft halt trotzdem, weil wir so eine gute Treffsicherheit haben. So, schau mal, wir haben jetzt 8 Millionen. Wie viel kriegen wir jetzt hier pro Shot? Dann können wir gleich mal rechnen. 11 Millionen, also 3 Millionen pro Schuss. Das ist schon wild. Das ist schon schmackhaft, Leute. Sehr, sehr schmackhaft. Das sieht auch wirklich, also guck mal, wie wir das hier reinzirkeln. Auf was für eine Distanz. Wir können hier gleich den nächsten Bereich auch wieder freikaufen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier gleich mal noch eine Kiste auf. War eigentlich unnötig. Wir machen einfach später so eine fette Kiste auf. Wir kaufen einfach die neuen Bereiche frei und machen dann später die fetten Kisten auf, würde ich sagen. So, hier einmal bitte. Ich will den Bereich hier freikaufen. Danke, wir müssen zum Mond. Leute, jetzt kommen wir nämlich gleich auf die anderen Planeten. Okay, heute spielen wir durch. Heute, verspreche ich euch, werden wir von einem anderen Planeten ausschießen. Vom Mars aus. Der Mars ist nämlich mit dem Update jetzt hier reingekommen. Was? Habt ihr diesen Schuss gesehen? Haben wir gerade 7 Millionen Dollar bekommen? Guck mal, wir haben 8 Millionen. Wir zirkeln hier rein. Nee, es waren nicht 8 Millionen. Oder? Nee, warte, 12 haben wir jetzt. Das heißt 4 Millionen pro Shot. Okay, 7 wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Wir kriegen 4 Millionen pro Shot. Ist aber trotzdem schon strong. Ist schon sehr, sehr strong. 4 Millionen pro Schuss. Also geht gut. Wir gehen gut voran. Für 100 Millionen können wir hier, glaube ich, auf den Mond gehen dann. Okay. Okay, Leute, also wir brauchen jetzt 100 Millionen, dann geht's weiter. Wir haben auf jeden Fall genug Power. Das heißt, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich schieße jetzt hier noch ein paar Bälle. Wenn wir 100 Millionen haben, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. Oh, Leute, der Final Shot, Leute. Wir haben jetzt 100 Millionen Dollar. Let's go. Das heißt, wir können jetzt auf einen anderen Planeten fliegen. Wuhuhu. Beiseite, Schmalspurer. Ich hebe jetzt ab. Ich gehe jetzt auf einen anderen Planeten. Die Rakete steht hier schon ready für uns. Kommen wir hier auf die Undockstation oder wie kommen wir jetzt hier auf die Rakete drauf? Ich glaube, wir müssen das jetzt einfach freikaufen. So, 100 Millionen kaufen. To the moon. Wow, okay. Okay, jetzt können wir hier so durchsteppen, Leute. Und jetzt kommen wir hier, glaube ich, auf den Mond oder so. Alter, Leute, jetzt schießen wir vom Mond aus die Fußbälle in das Tor rein. Wow. Also, wenn wir jetzt von hier treffen, ne? Let's go.
Nein, nein. Nee, ich glaube, geht nicht. Wir brauchen mehr Power. Okay, wir haben zu wenig Power. Ich dachte es mir schon. Wir sind jetzt auch wirklich ein weites Stück gelaufen. Okay, Leute. Also wir müssen etwas näher hier dran, leider, damit wir noch treffen. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Geld farmen und dann können wir uns wieder ein bisschen mehr Stärke und Treffsicherheit holen. Und dann treffen wir, glaube ich, auch von da ganz oben. Und dann mit der nächsten für 450 Millionen, boah, kommen wir dann auf den Mars sogar. Weil ich weiß nicht, sollen wir den Mars noch freischalten oder sollen wir lieber dann nochmal Prestige drücken, also quasi einen Rebirth machen. Let's go, weil ich glaube, wir kommen jetzt auch sehr easy mittlerweile auf diese 240 Millionen für den nächsten Rebirth, ne? Das darf man ja eigentlich nicht vergessen. Wo schießen wir noch hier ein paar Mal? Wir zirkeln hier sehr gut rein, Leute. Schön reingezirkelt, 20 Millionen. Wie viel haben wir jetzt? 5 Millionen pro Schuss mittlerweile? Ich glaube, 5 Mios sind das jetzt. Gerade eben waren es noch 4 Millionen, jetzt ist es 5 Millionen, glaube ich. Ja, Alter. 5 Millionen pro Schuss. Das kannst du keinem erzählen, ne? So, und bam, schön, rein da. Gehen wir wieder nach vorne. Schauen wir mal, also wir könnten uns jetzt auch hier für 5 Millionen diese Truhe schon kaufen. Hier die Mondtruhe, die hatten wir nämlich noch gar nicht letztes Mal. Komm, wir kaufen uns die. Space Chest. Die Space Chest. Gönn bitte was Gutes, einen epischen oder so, einen epischen Ball, let's go. Rare. Oh, ein Computer, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, ist nicht so krass, Leute. Ich glaube, ist nicht so geil. Wir gucken mal uns die Bälle an, die wir haben. Wobei doch, der ist allein ja jetzt schon vom Multiplikator her viel krasser. Lol, okay, doch, warte. Komm, wir machen noch einmal. Noch einmal. Vielleicht kriegen wir jetzt noch was Besseres. Gönn bitte. Gönn. Was richtig selten ist, das goldene Ei. Gönn das goldene Ei. Epic. Aber auch schon krass. Epic, Leute. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr nice. Ist zwar nicht das goldene Ei, aber das hat sogar einen 600er Multiplikator und wir haben das noch nicht mal aufgetuned, quasi gepower-up, verzaubert und so. Ihr wisst schon. Oh mein Gott, crazy. Sehr, sehr nice. Und jetzt brauchen wir aber hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Stärke und Treffsicherheit. Ja, richtig und wichtig. Jetzt haben wir hier nämlich schon den epischen nächsten. Das ist einfach so eine Mystery Box. Nein, aber das ist immer noch zu weit entfernt. Wir brauchen noch mehr Stärke. Wir brauchen noch mehr Stärke. Aber ich bin mal gespannt. Ich bin aber mal gespannt, Leute, wie viel Geld wir jetzt kriegen, weil der Multiplikator ist ja nochmal viel höher. Wenn wir jetzt eigentlich treffen, müssten wir nochmal viel, viel mehr Geld kriegen. Checkt ihr das? So. Aber, hä? Ach so, Leute, nein. Weil die Verzauberung von gerade eben ist ja jetzt weg. Deswegen. Ah, Leute, okay, ich weiß, wir müssen noch mal ganz kurz zum Verzaubern. Weil sonst schießen wir, sonst sind wir ja voll die Schmalspurer. Enchant. Bis Prestige 3. Okay, ja, was hat der jetzt aber? Was kann der jetzt? Prestige 3? Was bringt das denn jetzt hier? Ach, das ist jetzt ein noch höherer Multiplikator. Gut, wir schießen jetzt zwar weniger weit, aber der Multiplikator ist viel höher. Müsste man halt jetzt mal testen, was halt im Endeffekt mehr bringt. So, dann gehen wir das mal testen. Wir benutzen auf jeden Fall hier wieder Double Coins Ding. So, okay, wir gehen mal hier nach ganz hinten. Mal schauen, wie viel Geld wir jetzt kriegen. Wir haben 2,5 Millionen. Schießen wir einfach mal von hier. Die Mystery Box. Ja, der müsste jetzt aber reingehen, oder? So. Wie viel hatten wir gerade? Was? Oh mein Gott, der Multiplikator ist, glaube ich, viel krasser. Okay, jetzt haben wir 10 Millionen. Jetzt können wir gut rechnen, Leute. Sagen wir einfach mal, wir haben 10 Millionen. Wie viel kriegen wir jetzt, wenn wir hier treffen? Bro, was? 8 Millionen haben wir gerade mit dem Shot gemacht? 8 Millionen? Und da geht noch ein bisschen was. Also von der Entfernung geht da noch ein bisschen mehr. Schießen wir mal von hier aus. 8 Millionen pro Schuss. Checkt ihr das eigentlich, Leute? Oh mein Gott, ist das crazy. Ey, der eine läuft mir die ganze Zeit hinterher, der andere Paul Berger. Bro, ich kann jetzt nicht mit dir schreiben. Ich muss hier gerade ein richtig reicher Fußballspieler werden. Kann jetzt hier nicht. Boah, ey, der Ball ist crazy. Sehr, sehr crazy. Wuhu, let's go. Wie schnell wir jetzt hier Geld machen? 12 Millionen pro Schuss machen wir hier. Holy moly, Macaroni. Oh mein Gott, ist das crazy. Oh mein Gott, wir haben gerade nicht getroffen. Wir haben hier gerade nicht getroffen. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen die Treffsicherheit und so ab... Was ist denn jetzt hier los? So, nochmal zurück zum Start. So, das geht ja hier mal gar nicht, ne? Wir könnten jetzt natürlich rein vom Ding her auf 450 Millionen für den nächsten Planeten sparen, Leute. Oder wir hauen hier noch ein bisschen die Upgrades rein. Das würde ich nämlich eher sagen. Das können wir den nächsten Planeten, wenn ihr wollt, können wir ja im nächsten Part gemeinsam, wenn ihr das denn wollt, lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt, dass wir hier nochmal den Fußballsimulator spielen. Weil ich hätte eigentlich noch Bock, die anderen Planeten zu erkundschaften. Aber, mal gucken, treffen wir jetzt von hier hinten mit der neuen Stärke? Aber ich glaube, das ist zu weit. Ich glaube fast, das ist hier zu weit, Leute. Ja, 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 der dobst leider ein bisschen zu früh auf. Ja. Ich will hier von diesem grauen Steinuntergrund. Wow, 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 wow. Nein, nein, was? Komm, komm, nochmal. Nochmal, das ist gerade an
Wir haben 3,8 Millionen. Ich will einmal wissen, wie viel man bekommt, wenn ich von hier hinten treffe mit dem neuen Ball. Aber es geht nicht. Von hier hinten treffe ich nicht. Da ist unsere Stärke noch leider zu niedrig. Dann jetzt aber von hier. Komm schon. Von hier aber. So. Wie viel kriegen wir jetzt hier? Wir haben 5 Millionen Dollars. Ey, es ist belastend, Bro. Es ist belastend. Ich will doch jetzt einfach hier nochmal treffen, Bro. Wir haben halt, das ist halt nicht der Ball mit Stärke jetzt, ne? Aber der hat einen besseren Multiplikator. Also hier kriegen wir deutlich mehr Geld. Ja. Wie viel haben wir jetzt bekommen? Habt ihr es gesehen? Ich glaube, der hat doch 12 Millionen. Ich glaube, wir hatten 6 Millionen. Oh, wow, 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 wow. Bam! Hä? Jetzt nur 4 Millionen? Warum haben wir jetzt nur 4 Millionen bekommen? Manchmal macht das irgendwie keinen Sinn. So, reinzirkeln, reinzirkeln, reinzirkeln. So, bam, 34 Millionen. Jetzt geht's doch hier wieder ab. Jetzt schmeckt das doch hier, Leute. Okay, nicht getroffen. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wir sind auf den Mond geflogen. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier mit den weiteren Leveln weitergeht, was für weitere Bälle noch kommen, dann lasst mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt, dass wir das nochmal machen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Graymix.